Und die Falle packe ich wieder ein. So. Jetzt bin ich fast überall mal gewesen hier in dem Raum. Da sind noch so ein paar Schlemme, die interessieren mich aber gerade weniger. Hier in dem zentralen Raum ist Zoller mit ein paar anderen Ogern. Und ich müsste nochmal schlafen. Hab aber leider keine Rastvorräte mehr. Deswegen gehe ich mit den Helden jetzt mal nach oben in die Burg Caed Nua, um dort zu schlafen und auch um neue Rastvorräte zu kaufen. Und das geht am besten, indem man hier die Treppe benutzt. Und genau in jede Kammer und in jede Ecke schaue ich, wenn ich hier wieder unten bin und Zoller umgeboxt habe. Erstmal geht's hier rauf. Ich glaube, auf die Stufe 1 muss man da erstmal. Denn hier auf der Stufe 1 gibt es hier diese Platte. Die macht hier die Tür auf und dann kann man die endlosen Pfade von Caed Nua verlassen. Und das nach oben gehen, schlafen, Rastvorräte kaufen und wieder nach unten laufen, das überspringe ich mal alles im Video. Und da sind die Helden wieder frisch und munter. Ich habe gerastet, habe Rastvorräte gekauft, habe den Ramsch aus dem Versteck verkauft und drei Tränke vom Händler eingekauft. Trank der kleinen Ausdauer, Trank der kleinen Erholung und Trank der kleinen Regeneration. Und ich werde mal versuchen, hier oben zu kämpfen, wenn mir das gelingt. Edea und Arik stünden da so ungefähr. Edea, mach mal noch ein bisschen Platz. Arik stellt mal noch eine Falle. Dort. Und Sargani versucht mal ihr Glück bei Zollas Ogern. Das ist absichtlich ein weiter Weg. Und Schuss. Und weg. Komm, Sargani, flieh. Und die Dicke kommt mit und tobt. So, Sargani, du gehst grundsätzlich mal dahin. Hoffentlich gelingt dir das. Wenn du so ein paar Ogre abschütteln kannst, wäre das auch gar nicht so verkehrt. Zurück, 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 zurück. Oh, Zoller kommt alleine. Zoller lässt sich nicht abschütteln. Naja, wenn Zoller alleine kommen möchte, ohne ihre Ogre, ist mir das auch recht. Hauptsache nicht alle auf einmal. Und Zoller zählt genauso viel wie die anderen beiden zusammengenommen. Ah, jetzt kriegt Arik sein Fett weg. Die Dicke, die zaubert, das ist unglaublich. Edea, stell dich mal dahin. Arik stellt sich dahin. So. Da steht sie nun vor der Falle, die überhaupt nichts nutzt. Geht mal ein Stück zurück, ihr zwei. So. Giftwurfspießfalle trifft Zoller für 5 Stechenschaden. Grundsätzlich greifen jetzt alle Zoller an. Hier mit den besonderen Schüssen. Und Edea isst mal noch seinen Keks. Und was macht denn der überhaupt? Verfassung und Wahrnehmung und so. Arik isst den auch. Den essen eigentlich alle. Bis auf Sargani, die schießt schon. Obwohl, nee, Sargani isst den auch erstmal. So. Alle haben ihren Keks gegessen. Alle greifen an. Sargani schießt. Duranz. Explosion der Sommerflamme. Ich hau gleich mal alles raus. Hier verbrennende Wunden. Und Edea versucht, die einfach mal umzuschubsen. Mal gucken, ob es geht. Und Arik geht da mal ran. Attacke. Ach, geh da mal hin. Dann holst du dir Wunden ab, dann kannst du gleich mal loslegen. Und gleich nochmal. So, ach, jetzt hat Arik die Aufmerksamkeit, glaube ich. Rein ins Getümmel. Palegina, meine Hübsche, kannst du da hinten so ein paar Schatten noch hinsetzen? Hinter Zoller, geht das? Probier das mal. Arik tritt.
Jawohl. Die Schatten werden jetzt Zoller von hinten noch ein bisschen in die Mangel nehmen. Palegina schießt. Kann aber mal Hand auflegen bei Arik machen, sicherheitshalber. Der liegt am Boden, das ist nicht gut. Und Attacke. Itumak wurde erschlagen. So, Arik hat keine Wunden mehr. Das ist eigentlich schlecht. Alot, arkaner Angriff. Bitte nur auf Zolar, wenn es irgendwie geht. Und hier gibt es mal eine Säule des Glaubens. Oh, es war's schon. Ah, die Säule des Glaubens von Duranz hat kritisch getroffen mit 40 Schmettern Schaden. Die Schatten haben ein bisschen Ärger gemacht. Arik natürlich permanent. Ja, gar nicht schlecht. Zoller, das war's mit dir. Wumm. Die Schatten gehen wieder weg und es wird geplündert. Ich finde einmal Ogerblut. Das habe ich noch nie durchgelesen. Das starke Blut eines Ogers. Es scheint dunkler und dicker zu sein als das Blut kleinerer Kreaturen, auch wenn es in allen anderen Belangen ähnlich ist. Und schließlich Zollas Wendelring. Dieser schwere verzierte Silberwendelring ist derart groß, dass er einem sehr großen Oger passen würde. Für jeden anderen Träger wäre es wohl ein äußerst unbequemer Gürtel. Die Runen, die ihm der Länge nach grob eingraviert wurden, lassen vermuten, dass dieser Wendelring auch zeremoniellen Zwecken diente. Die genaue Bedeutung der Runen kannst du aber nicht entschlüsseln. Der wird eingepackt. Also das hier geht ins Versteck. Ach nee, das mache ich anders. Das geht zu Arik. Und das hier geht ins Versteck. Töte Zoller, die Ogeranführerin, und bringe ihren zeremoniellen Wendelring zurück. Habe ich gemacht. Bringe Tulgar den Wendelring zurück. Das mache ich gleich. Erstmal geht's zu Zollas Räumchen. Da sind ja noch einige Oger, die jetzt aber nicht mehr so schwer sind. Da bleibt Eder einfach mal hier stehen. Genau, wo er steht. Nee, Arik, du gehst durch. Eder bleibt da stehen und Arik kann mal noch eine Falle stellen. Irgendwas, was habe ich denn hier? Sperrfeuerfalle, so ein Quatsch. Stell die bitte mal. Genau da. So. An die Seite. Und dann wird das wohl gleich eine größere Ogergruppe. Da könnten alle Helden mal ein Bier trinken. Das kann nicht schaden. Also verteile ich mal gerade eins. Eder wird sich freuen. Also Arik, du nimmst das dahin. Eder dort. Palegina. Alot. Duranz und Sagani. So. Und Sagani, du lockst die Oger an. Die dürfen sich wundern, wo ihre dicke Zoller geblieben ist, aber die kommt nicht wieder. Wumm. Und weg. Kommt er jetzt alleine? Das wäre ja langweilig. Sagani, ach nee, er kommt nicht alleine. So, Eder, du stellst dich mal formschön dorthin. So. Liebe Helden, Bierchen, 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 Bierchen und so weiter. So. Ah, das mit dem Bier ist kumulativ zu dem Rauer-Thai-Keks. Interessant. Alle greifen dort an. Und leider stehen die zu weit weg von der Falle. Eder müsse noch ein Stück nach hinten gehen. Fängt sich dabei aber mächtig eine ein. Oh, ein kritischer Treffer durch die Lösung der Angriffsbindung. Und nochmal einer mit 41 dazu. Das sind über 100 Punkte, die Eder gerade verloren gegangen sind. Das hält der stärkste Eder nicht aus. Das war natürlich ganz große Klasse von mir gerade. Palegina, du musst in den Nahkampf. Jetzt.
Arik, Attacke. Alle greifen den an, außer Arik, der greift den an. Alot, Arcana Angriff. Und Palegina, mach mal hier Flamme der Hingabe. Und Sagani, den verwundenden Schuss. Und setz noch das Mal von mir aus. Arik, du hast Wunden, benutze sie. Bitte nochmal. Nochmal. Mal sehen, wer seine Ogre zuerst tot hat. Arik oder die anderen? Ja, Arik wahrscheinlich nicht, weil der liegt gerade auf dem Arsch und lässt sich so richtig schön vermöbeln. Nach allen Regeln der Kunst. Hand auflegen, Palegina. Attacke. Warum ist denn der Ogre jetzt von Palegina weggelaufen? Das weiß kein Mensch. Alle greifen den da an, bis auf Arik, der greift seinen Ogre an. Nochmal bitte. Ach, Arik. Das mit dem Stehenbleiben müssen wir echt noch üben, ja? Palegina liegt auch auf dem Hintern. Ach. Bumm. Duranz war das, jawohl. Ogre Nummer 1 und... Der zweite Ogre wird nicht gewinnen. Fall doch einfach um, mach's doch nicht so spannend. So. Und Eder rappelt sich auf. Ohne Eder machen solche Kämpfe nämlich überhaupt gar keinen Spaß. Und ich finde, zweimal Peridot und zweimal Ogreblut. Und ich glaube, jetzt stürme ich da einfach mal rein. Da sind noch ein oder zwei Ogre. Ich hoffe, kein hässlicher Druide mehr. Wahrscheinlich kommt gleich einer aus dem Schatten gestiefelt. Nee, das... Ach, natürlich. Ich mag nicht gegen Ogre-Druiden kämpfen. Das mag ich wirklich nicht. Geht weg, geht weg, geht alle weg. Ich mag die nicht. Ich reiß jetzt vor dem aus. Die sind so ätzend, Ogre-Druiden. Der schmeißt gleich wieder ein Hirschhorn. Das wird garantiert ein Hirschhorn, oder? Nee, es wird kein Hirschhorn. Trotzdem ist es ein Kackzauber. So, mach den mal hier weg, den da. Der Druide ist abgezogen. Und jetzt gebt ihm hier Saures. Arik liegt am Boden. Alle liegen am Boden, die da vorne als Nahkämpfer unterwegs waren. Da müssen es die Fernkämpfer reißen. Bitte. Ist mir auch recht. Wumm. Was die immer Itumak vermöbeln, diese Ogre. Es ist unglaublich. Duranz, vielen Dank. Arik plündert zweimal Verlun und eine Flasche Ogreblut. Rappelt euch auf. Und dann stiefle ich da nochmal rein. Jetzt ist es noch ein Ogre und ein Ogre-Druide. Das müsste doch eigentlich zu schaffen sein. Auch wenn ich auf Ogre-Druiden gerade gar keine Lust habe. Arik, dahin. Moment mal. Arik, du kannst mal noch eine Falle stellen. Und zwar da. Durch diese hohle Gasse müssen sie ja laufen. Und Sagani lockt mal wieder. Da. Attacke. Wumm. Und geh um die Ecke. Ja, komm nur. Ja, genau. Bist du doof? 8 Verbrennschaden, super. Ja, Eder schnappt dir diesen Rüpel. Der freut sich. Arik läuft dahin und alle anderen. Haut diesen hässlichen Ogre-Druiden um. Mach gleich mal verbrennende Wunden, lieber Alot.
Und Sagani, bitte den verwundenden Schuss. So. Sagani, setze dein Mal. Edea, schmeiß den mal um, falls das funktioniert. Alot hat noch zu tun, oder? Verbrennende Wunden? Nee, sind schon aktiv. Sehr gut. Dann Arcana-Angriff. Arik, hast du schon hier die Angriffsbindung? Nee, aber jetzt kurz die Stellung wechseln, dann hast du Wunden. Hand auflegen bei Arik. Arik, nimm einen Trank der schwachen Regeneration. Der heilt ja ein bisschen aus, dauert über die Zeit. Sagani schießt, Duranz. Geh mal dahin. Heilung. Und jetzt geh dahin. Und jetzt schieße. Arik wurde geheilt, so gut es gerade ging. Ah, der kriegt voll eine aufs Maul von diesem Ogre. Das ist echt zu vermeiden. Aber wie? Ey, der holt da mal so einen Animaten noch her. Palegina, Hand auflegen bei Arik Nummer 2. Nutzt ja nix. Arik tritt weiter. Ach, der hat wieder was gezaubert unter sich selbst. Was für ein Held. Ja, wer steht eher auf? Jetzt stehen alle gleichzeitig auf. Klasse. Nee, Arik liegt noch auf dem Arsch. Der Animat ist da. Animat, greif mal den Ogre an, der nervt. Und hier reines Getümmel auf diesen Ogre. Der bringt das was? Keine Ahnung. Arik, stehst du auch mal wieder auf irgendwann? Ja. Danke, hast nur noch eine Wunde, klasse. Was war das? Itomark natürlich, wie immer. Haha, und Duranz ist ein guter Schütze. Der schießt selten, aber wenn er schießt, dann sind es immer gleich zweistellige Schadenswerte. Wenn er trifft. Ja, alle Helden auf den letzten Ogre. Der Ogre-Druide ist weg. Und Arik kassiert mächtig Wunden. Edea schubst den mal um. Arik, du hast noch einen einzigen Ausdauerpunkt. Wer fällt eher, du oder der Ogre? Ich hoffe, der Ogre. Na bitte. Ich hoffe, das war jetzt der letzte Ogre hier unten. Ich habe echt keine Lust mehr auf diese Typen. Ogre in meinem Keller, das gibt's doch gar nicht. Arik, plündere mal. Das sind zweimal Ogreblut. Und dieses hässliche Mal der Natur, das läuft hoffentlich mal ab. Dankeschön. Ja, dann, was ist das denn hier? Schnelle Zielerfassung. Ach ja, das ist ihre Aura oder ihr Fokus, genau. Leute, geht mal da rein. Arik spät und schaut sich um. Was gibt's hier? Jetzt muss ich erstmal noch in jede Ecke schauen, denn das habe ich noch nicht gemacht bisher. Hier ist eine Lupe. Und da heißt es. Die Wand wird von einem verrosteten Schild geschmückt, der selbst mit einem vielblättrigen Baum dekoriert ist. Auf einer kleinen Plakette am Sockel steht der Graf von Jenwald. Und hier ist Zollas Sitzgelegenheit. Und da ist ein geheimes Geheimversteck. Darin finde ich Handschuhe der Manipulation. Die habe ich schon. Ach, Mist. Und einen Trank der schwachen Regeneration. Der geht zu Arik. Die Handschuhe der Manipulation. Plus 1 Gewandtheit. Also der Trank geht wieder zu Arik. Und Sagani. Nimm die mal an die Finger. Wirken die bei dir? Oh, erstmal finden. Ja, sie wirken. Plus 1 Gewandtheit kann bei Sagani auch nicht schaden. Gut, mehr gibt's hier nicht, offenbar. Dann schaue ich mal hier draußen rum. Hier war ich ja schon teilweise unterwegs. Hier ist nix. Und hier unten ist auch nix.
Und hier gibt es ja dieses Keimversteck. Da war ich schon dran. Mondsteine waren da drin. Die Falle hatte ich entschärft. Hier unten gibt es noch ein paar Gegner. Sammelt euch mal bitte. Ja, das sind Gegner, das weiß ich. Deswegen hole ich euch ja. Oh. Duranz zur Seite, Alot zur Seite. Eder nach vorne, Arik nach vorne, Palegina im Nahkampf nach vorne. So. Alle angreifen. Ach. Da stand Palegina zu weit vorne. Nahkämpfer ein Stück nach hinten. Damit hier ein paar durchrücken können. Attacke. Palegina, heile dich mal. Die haben so ätzende Fernangriffe, diese Schlemme. Das ist echt eklig. Was macht denn ihr da, Arik? Wieso stehst du da? Geh doch mal dahin, Arik. Ist es wieder mal so weit, dass nichts geht? Eder, geh nach hinten. Arik ist zu blöd, hier rauszulaufen, an die Seite zu laufen, dahin zu laufen und hier mit einzugreifen. Eder, lauf dahin. Greif hier an. Muss ich denn alles von Hand machen bei euch? So, Alo, Durant, Sagani, bitte helft mal so ein bisschen. Jetzt dort bitte. Arik, du hast Wunden, benutze sie. Das sind doch nur Schlemme, Leute. Duranz, geh mal dahin. Heiliger Glanz. Und dann. Ganz dicke Heilung hier auf alle Konsorten. Arik tritt. Und Schlamm ist weg. Den nächsten bitte. Attacke. Eder, du darfst helfen. Palegina, du gehst mal in den Fernkampf. Das ist zu eng da vorne. Attacke. Und Duranz heilt Arik. Und der tritt. So, nächster Schlamm weg. Wartet, die rücken nach. Alle angreifen und Arik ist schon wieder fast weg. Heilung. Oh, was machen die denn mit Arik? Diese ekelhaften Fernangriffe. Spucken. 38 korrodieren Schaden, 23 korrodieren Schaden in einer Tour. Rotzen die ihren Schlamm hier quer durch den Raum. Und immer alles auf Arik. Super. Ja, der bleibt jetzt liegen wahrscheinlich. Alle Attacke. Na, jetzt ist Eder im Fokus. Duranz, mach mal bitte einen geweihten Boden. Palegina hat schon geheilt, schade. Wumm, Bestiarium-Fortschritt, schwarzer Schlamm. Ach, die da hinten, die kommen gar nicht. Die legen sich aufs Spucken fest, oder wie? Lauf da rein, Leute. Duranz, du musst aber hinterher wegen der Heilung. Eder. Duranz, heil da mal noch ein bisschen. So. Und ihr bitte alle angreifen. Alot, kannst du da mal einen Feuerball reinwerfen? Die stehen so günstig. Und hier wird weiter geheilt. Eder muss stehen bleiben unbedingt. Der Feuerball macht nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Aber, oder? Alot, kannst du hier durchlaufen? Geht das? Ja, das geht. Und ein Schlamm ist weg. Bitte hier angreifen, Alot. Versuch mal einen Blitz, der ist vielleicht effektiver gegen die Schlemme. Und ihr greift auch an. Duranz, du musst nach vorne kommen. Eder braucht den geweihten Boden. Was hat denn der Blitz ausgelöst? Der hat ordentlicher Schaden gemacht. Ja, sehr gut. Alot, Arcana-Angriff. Eder.
Ach, schmeiß den Schlamm mal um. Das ist zwar eigentlich witzlos, aber es funktioniert. Hoffentlich. Ja, und ihr macht einfach weiter Schaden. Duranz, Alo, Zagani. Ist Itumak noch am Leben? Ja, ist er, erstaunlicherweise. Attacke. Und Alot nochmal den arkanen Angriff. Beziehungsweise erstmalig. Oh, der hat ja gar nichts bewirkt. Auf den letzten Alemann. Kommt schon. Den kriegt ihr weg. Jawohl. Bruder Arik ist verstümmelt, darf aber plündern. Und findet dreimal Giftplasma und ein bisschen Kleingeld. Und hier unten. Zweimal Verlun. Und er spät. Und ich muss einiges im Bestiarium lesen. Denn ich weiß jetzt alles über den großen schwarzen Schlamm. Aber ich befürchte, das ist der gleiche Text wie beim geringen schwarzen Schlamm. Jawohl, also muss ich den nicht lesen, aber ich kann lesen etwas über Lindwürmer. Über die weiß ich jetzt alles. Lindwürmer. Junge Drachen beginnen ihren Lebenskreislauf als Lindwürmer, obwohl die meisten nicht über diese Entwicklungsstufe hinauskommen. Lindwürmer sind schlau und gerissen, aber nicht sonderlich intelligent. Um sich zu einem jungen Drachen und schließlich zu einem Drachen zu entwickeln, muss ein Lindwurm genügend Platz und Ressourcen haben. Wenn sie in der Nähe anderer Jungdrachen und Drachen leben, entwickeln sie sich nicht. Sie müssen sich einen Lebensraum suchen, der nicht bereits von einem größeren Artgenossen beansprucht wird. Da ihre weiteren Entwicklungschancen gering sind, schließen sich die meisten Lindwürmer in Gewölben zusammen. Sie sind mutige und höchst aggressive Kreaturen, wenn auch nicht sonderlich intelligent. Dies wird durch die intensive Konkurrenz um Nahrung und Territorium erfordert. Und ich weiß alles über Oger. Oger sind große, dickhäutige Kreaturen mit einer ungefähren Körpergröße von 3 bis 4 Metern. Sie sind sehr muskelkräftig und tragen üblicherweise die Felle und Häute ihrer Beute. Keulen, Äxte und Streitkolben aus Knochen oder Holz sind ihre bevorzugten Waffen. Oger sind ebenso intelligent oder intelligenter wie die zivilisierten Rassen, aber aufgrund ihrer überwältigenden Feindseligkeit gegen Artgenossen bleibt ihre Zahl gering. Trotz ihrer angeborenen Intelligenz hat sie ihr sprunghaftes Temperament schon immer daran gehindert, sich länger an einem Ort zu konzentrieren, um etwas von bedeutendem kulturellen Wert hervorzubringen. Die meisten leben halbnomadisch und abgeschieden in der Wildnis, wo sie mit geringer Wahrscheinlichkeit auf andere Oger treffen. Eigentlich finden sie nur während der Paarungszeit halbwegs zuverlässig zueinander, was ihre Zahl meist ebenso reduziert wie erhöht. Okay. Oger mit friedlicheren Charakterzügen bemühen sich besonders, jeglichen Kontakt zu vermeiden. In den seltenen Fällen, in denen Oger tatsächlich zusammenarbeiten, werden sie meistens von einer Oger-Oberin angeführt. Letztere sind sogar noch größer als männliche Oger, verhalten sich ihren Artgenossen gegenüber aber eher weniger aggressiv. Wenn sich Oger gruppiert haben, stellen sie für andere Gestandene oft eine unüberwindbare Bedrohung dar. Ja, das habe ich gemerkt, aber ich habe es geschafft. Der Ogerdoide hat den gleichen Text und die Ogerstammesführerin. Oh, die zieht einen Hirsch hinter sich her. Wie übel. Die hat ebenfalls den gleichen Text. Jawohl. Gut, das war alles, was hier neu war. Arik schleicht und spät. Tapst mir nicht in eine Falle. Hier gibt es erfreulich viel Gold und einmal eine einfache Robe. Und hier ist noch ein Kästchen mit ein bisschen mehr Kupfer. Und das hier ist im Übrigen die Treppe zur 4. Stufe. Und hier ist ansonsten nichts. Dann schaut mal weiter, Alemann. Arik, schau dich um. Da hinten ist, glaube ich, eine Falle in diesem Sarkophag drin, oder? Oder hast du die schon mal ausgebaut? Ja, hast du schon. Hier gibt es einen Jagdbogen. Und hier gibt es eine Lupe. Und dort heißt es: Diese massiven Knochen wurden gesäubert und mehrere außerdem aufgebrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Auf allen Knochen sind Bissspuren zu erkennen.